Hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer. Ich bin's, der Felix, und das ist... Ich bin der Basti. Der Basti. Wir haben letztens erst zu tun gehabt wegen Dragon's Dogma 2. Ja, und heute treffen wir wieder zusammen, denn wir haben durchaus eventuell so eine kleine gemeinsame Leidenschaft, ne? So ein kleines bisschen, ja. Und zwar... South Park. South Park. Wer mag South Park eigentlich nicht? Gibt's Leute? Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die South Park nicht mehr. Ja? Ja, weil vielen, glaube ich, dieser derbe Humor und so weiter ein bisschen drüber ist. Also ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich mag auch immer, dass die diese Folgen haben, die sich auf sehr tagesaktuelle Sachen beziehen. Und jetzt ist tatsächlich ein neues South Park-Spiel rausgekommen. Es gab ja jetzt hier mehrere in letzter Zeit, ne? In letzter Zeit? Es gab Stick of Truth und dann noch Stick of Truth und Anale Grande. Direktakuläres Bereichprobe. Ja, okay. Im Endeffekt dasselbe. Fractured Butthole. Ja, die waren ja beide richtig gut. Ja, ging so in die Rollenspielschiene. Hast du die gespielt? Ja, ich habe beide gespielt. Echt? Natürlich. Ja, klar. Fandst du geil? Ja. Ich habe leider nicht gespielt. Tatsächlich fand ich den ersten Teil, das ist jetzt, glaube ich, eine kontroverse Meinung, fand den ersten Teil ein bisschen geiler als den zweiten, weil es dann noch ein bisschen frischer war. Und okay. So, und mich dieses Mittelalter-Setting ein bisschen anders angesprochen hat. Ja. Aber es waren beides geile Spiele auf jeden Fall. Jetzt gibt's was Neues, und zwar South Park Snow Day. Ein Schneesturm ist über South Park hereingebrochen. Wir sind ein neuer Schüler sozusagen, den habe ich mir hier schon erstellt. Mit Brille und Schnauzer. Ja, immer diese Achtjährigen mit Schnauzbart. Ja, genau. Und der Grund, warum wir gemeinsam, wir haben zwei Versionen von dem Spiel auf unterschiedlichen PlayStation 5s, wollten spielen, und wir können uns per Freundesliste einfach nicht connecten. Nee, Netzwerkprobleme aufgetreten. Also ich weiß nicht, ob das schon mal ein Zeichen für das Spiel ist. Deswegen trete ich jetzt einfach mal einem öffentlichen Spiel bei und hoffe, dass ich da jemanden finde. 30 Euro kostet das Spiel. Und schlägt in eine ganz andere Kerbe als die Spiele davor. Und größtes Problem bei dem neuen Spiel? Netzwerkfehler ist aufgetreten. Na, abgesehen von Netzwerkfehler. Größtes Problem bei dem neuen Spiel? Kein Wortwitz im Namen. Ja, fand ich auch so ein bisschen so, habe ich ein bisschen mehr erwartet. Wir starten jetzt hier eine Runde. Normal. Und gehen dann hier hin. Also das ist quasi so unser Hub, ne? Wo wir uns diverse Sachen anschauen können, und dann geht's los mit der ersten Mission. Finde ich sehr gut. Guter Profi-Tipp, nicht sterben. Da kann man was lernen mit dem Spiel. Tipp, den man öfter einblenden sollte. Edutainment. Ja. Cartman, who are these assholes? They're my secret army. We're attacking you before you attack us. What are you talking about? My spies saw your army gearing up for battle. Your spies? What the fuck are you talking yeah, about? Your spies, Kyle. They're your spies getting ready for battle. Are you serious? Remember, there's no fighting allowed at the bullshit trial. This is sacred ground. Ich muss sagen, Butters ist mein Lieblingscharakter. Okay. Ja. Also, wir kämpfen gegeneinander. Und da ich jetzt nicht mit menschlichen Spielern unterwegs bin, werden mir gleich KI-Mitstreiter an die Hand geben. Jetzt darf ich ein Upgrade auswählen. Und je nachdem, wie viel Toilettenpapier ich habe, könnte ich es auch upgraden, also nochmal ein bisschen seltener machen. Aber was haben wir denn da? Wie kommst du an Toilettenpapier? Das ist einfach die Währung, die verdienen wir durch Gegner platt machen, durch Gegenstände zerstören und so weiter und so fort. Durchsturz verursacht 6 Schaden mehr nach... nee, das machen wir nicht. Wirst du um 38% angepisster. Angepisster werden ist quasi so der Extra-Move-Balken, den man aufladen muss. Wenn du mit einem Dolch von hinten angreifst. Nee, ich nehme das hier. Ich könnte jetzt auch noch mal für 75 Toilettenpapier, die durchmischen können, aber nee, wir nehmen jetzt das. Und dann darf ich noch ein Bullshit, das ist nämlich eine Spezialattacke. Ah. Stößt giftige Dämpfe aus, um Gegner anzuekeln. Das ist nicht schlecht. Was nehmen wir denn? Ja, anekeln. Anekeln ist immer gut. Okay, anekeln ist gut, ja. Was ist so ein Meteorsturm, hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Ja. Und das finde ich ganz geil gemacht mit diesen Special-Karten. Das ist so eine Sache, die finde ich ganz witzig, weil jetzt kam das gegnerische Team hat auch Special-Karten, die diese durchaus kontern können. Fernkampfwaffen spielen verrückt zum Beispiel, Ranger feuern mehr explosiven Pfeil ab und Gegner von Klerikern geheilte Gegner werden für 4 Sekunden irgendwas. Habe ich leider nicht mehr gesehen. So, jetzt geht das Ganze los. Ich bin hier unterwegs. Also unten links, der grüne Balken ist meine Gesundheit, natürlich dieser orangene Balken ist der angepisst Balken. Und dann gibt es eben noch den Bullshit-Move, der wird mit Dreieck ausgelöst. Das jetzt, du hast jetzt eine Quest praktisch, finde Keil im Wald. Wie, also ja, einfach langlaufen und dann kommen Gegner und... Aber den Scenic Trail auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Grafisch ist hier immer die Frage, ne? Weil South Park so... 2D-mäßig ist. Ja. Und dann kann das in 3D funktionieren. Wie stehst du denn da dazu? Also ich liebe den South Park 2D-Style. Auch diesen, vor allem dieses
selbst gebastelte praktisch. Ja, das, genau. Dieser Look, der ist einfach so ikonisch für South Park. Bietet sich natürlich nicht so gut an für ein 3D-Spiel, wenn man das unbedingt machen möchte. Aber ja, finde das schon... Ja, also ehrlich gesagt, mir gefällt der 3D-Stil nicht so gut. Echt? Ja. Also ich bin da persönlich gar nicht so erpicht drauf, dass es 2D sein muss. Ich finde es schon mal ganz in Ordnung. Ich erwarte aber auch einfach nie grafisch wirkliche Highlights oder so in dem Sinne. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, ich habe noch ein paar Spezialmoves. Wenn ich L1 drücke, dann mache ich den Furz-Move in die Luft. Und die Gegner unten kriegen so ein bisschen länger Schaden. Das ist auch angeekelt. Und ich kann dann auch... au! Shit! Jetzt muss ich mal... Oh. Jetzt habe ich gerade so einen Heiltotem gesetzt. Das ist ziemlich wichtig, weil den habe ich gerade bitter nötig, dass ich jetzt hier erstmal ein bisschen stehe. Und dann kann ich nämlich auch mit meinem Zauberstab Fernkampfattacken machen. Das ist gut, Furzflucht. Das ist das, was wir gemacht haben. Die Furzflucht ist immer gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Kennt man ja bei uns auch aus der Redaktion, ne? Ist das der Move, wo man selber furzt und dann wegrennt? Oder ist das der, wo man furzt und dann laufen alle anderen weg? Weil wer flieht denn in dem Bild jetzt? Weil hier alles schon erlebt. Wie fandest du denn den South Park-Film? Das ist ja auch immer eine ganz interessante Frage. Kann ich, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Echt? Ja. Wieso? Hast du nicht gesehen? Nee, ich habe den nicht gesehen. Ich muss dir sagen, der South Park-Film ist das, was mich zu einem South Park-Fan gemacht hat. Ach, wirklich? Ja. Davor fand ich die Serie so, ja, okay. Und mir ging es ein bisschen auf den Sack, wie hoch das gehypt wurde. Mhm. Aber dann danach fand ich den richtig gut. Also, fand den Film einfach saugut. Und dann bin ich voll in die Serie eingestiegen. Und dann hat es mich halt voll erwischt. So, jetzt hat irgendjemand den Bullshit-Move eingesetzt. Mhm. Ich glaube, mein Gegner... Jetzt kann ich hier keine Distanzsachen machen irgendwie. Ja, weil Fernkampfwaffen spielen verdückt. Ja, genau. Müssen wir die halt so platt machen. Aber das geht auch so irgendwie ganz gut. Mal schauen, ob ich jetzt hier rüberkomme. Hey. Da hast du schon also einen sehr ausgiebigen Darm. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen beeindruckend. Ja. Muss man sagen. Oder beängstigend, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Ja. Was ist denn so dein Eindruck, wenn du das jetzt hier so siehst? Ach, es ist... Es fühlt sich fast ein bisschen generisch an, sag ich mal. Also man kämpft jetzt gegen diese Elfen, aber es ist ja alles so Wegwerf-Gegner. Was jetzt natürlich auch daran liegt, dass wir offline sind, ne? Ja. Wenn es mit mehr Spielern ist und dann individuell... Aber es ist ja trotzdem Koop, so. Ne? Du spielst ja trotzdem immer gegen die KI. Aber spielst du nur Koop oder gibt's auch einen... Das weiß ich tatsächlich nicht. Ach so, okay. Ich glaube, es ist tatsächlich nur gegen die KI. Und es fängt bei mir schon an, wenn ich diese Art von Menü sehe. Mhm. Es wirkt alles super billo. Es ist leider auch so, dass wenn man das ganze Spielgefühl... ist so extrem floaty. Es fühlt sich nicht gut und nicht direkt an. Aber ist dieser Look zumindest, ist das der Versuch, dieses Handgemachte von der Serie irgendwie, also der gescheiterte Versuch, das Handgemachte von der Serie? Ja, ich weiß, was du meinst, dass man eben versucht, es so minimalistisch zu halten, weil die Figuren sind ja auch immer nur rudimentäre geometrische Formen und so. Aber es ist trotzdem irgendwie, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ja, 30 Euro mehr sollte dieses Spiel auch nicht kosten. Ja. Eigentlich wären es auch 10 Euro oder ein Free-to-Play-Ding wäre auch in Ordnung. Ich verstehe echt nicht so ganz, was sie sich dabei gedacht haben, weil sie eben zwei so gute Spiele abgeliefert haben und jetzt auf einmal ja diese Action-Kerbe schlagen, finde ich ja gut, aber dass es qualitativ auf einmal so schwankt, weil ich das Gefühl habe, es ist einfach sehr, sehr billo gemacht alles. Aber inwieweit sind da dieselben Leute dabei? Na, sind's nicht. Also, ja, eben, genau. Also, ja. Aber es ist ja schon Matt Stone und Trey Parker, die da ja auch immer federführend sind und am Start sind, um auch eine Übersicht über ihre eigenen Spiele haben. Und dann finde ich es halt auch so ein bisschen schwach, weil ich meine, das sind auch Gamer. Die wissen ja auch, was im Gaming-Bereich ankommt. Ja. Schwierig. Ich habe da letztens auch erst irgendwie eine Zockrunde gesehen, wo sie ein paar Medien eingeladen hatten mit den beiden, wo ich mir dachte, ja. Da sah das schon alles nicht so toll aus und da hatte ich auch das Gefühl, die ganzen Leute, die da eingeladen waren, haben sich sehr zurückgehalten, was das Urteil angeht. Auch wenn ziemlich offensichtlich war, dass das, was man da spielt und sieht, jetzt nicht so geil ist. Ne?
Ja, es, also es kommt auch ganz ehrlich nicht so richtiges South Park-Flair aus. Also auf, es ist schon so ein bisschen, weil es ja vom Stil so ein bisschen links in die Richtung geht und von den Items, die man sieht und so. Aber ja, weiß ich nicht. Ja, meine KI-Gegner sind hier eigentlich ganz... Wow, was sind das für dicke Ranken? Sind es die von denen da oben, die da kommen? Irgendwas geheime Elfentechnologie. Ja. Machen wir mal fertig hier. Okay, du hast Blutung, du hast angeekelt. Hast du sonst schon so irgendwelche Statuseffekte gesehen, die es ein bisschen, ich sag mal, das deine draufgekloppelt ein bisschen auflockern würden? Nee. Ah, da muss ich jetzt aufpassen, das ist so Tiefschnee. Ah, okay. Das soll so. Ja. Okay. Da kann man dann nämlich Feuer, wenn man brennt, kann man das dann löschen, wenn man im Tiefschnee ist, wie jetzt zum Beispiel. Schnell runter. Dann gehe ich rein, aber ich darf nicht zu lange drin bleiben, weil wenn ich zu lange drin bleibe, dann... Verlierst du. Ja. Oh, jetzt muss ich mich immer wieder heilen. Boah, es fühlt sich einfach nicht gut an. Ich finde das gerade leider, und du siehst es vielleicht auch, es ist super chaotisch, ne? Also man hat nicht so einen richtigen Überblick. Jetzt spiele ich mal eine Bullshit-Karte. Und du meinst, es steuert sich auch nicht gut? Nee. Es ist einfach nur wildes Button-Mashen, aber ja, es ist halt einfach nicht spannend oder gut umgesetzt. Und auch hier Gegner zu finden ist so... Die Ranken sind cool. Die Ranken, ja. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die herkommen, ob ich die irgendwie... Das sind die Rankentypen wahrscheinlich, ne? Da ist noch einer. Den müssen wir noch besiegen. Der dachte, er kommt davon. Keine Chance. Ja. Auch halt aufgegeben. Aufgegeben. Was ist denn da passiert? Was ist denn da jetzt passiert? Naja, wenn ich der Letzte bin, der da noch steht, ja, dann kommt die ganze Horde von dir auf mich zu, will ich auch aufgeben. Bassi, ich würde gleich dir mal den Controller geben. Ja, ich hab's befürchtet. Dass du mal eine Runde spielst und mir dann einfach so sagst, was du für ein Gefühl hast, wie sich das anfühlt. Ist relativ Standard. Mit Viereck greifst du an, mit Kreis rollst du dich weg. Aha. Und mit R1 machst du diesen Heilstick rein, genau. Ah, ja. Musst du dann in der Umgebung bleiben und mit L1 machst du deinen Furzsprung. Jetzt musst du eh schon wieder da zurückgehen. Es steuert sich wirklich, wirklich merkwürdig. Also alles so ein bisschen schwammig und ich habe nie so ganz die Ahnung, wo der denn jetzt gleich hinspringen wird. Also ich keine Ahnung, ob ich diesen Sprung jetzt schaffe. Ja, doch, das schaffst du schon. Ja! So nämlich. Wo bin ich eigentlich hin? Da bin ich hin. Nee, bin ich? Da warst du ja gerade schon. Ja, aber da unten. Da unten ist das Symbol. Nee, das ist jetzt. Ja, da du musst einfach. Toll, super. Oh, ich dachte, du musst aber da rüber. Okay, kein Problem. Ja, sehr gut. Easy. Okay. Ah, jetzt. Also. Jetzt kannst du nochmal ein Upgrade wählen hier. Du könntest sie jetzt auch austauschen, du hast genügend Toilettenpapier. Du kannst da auch befördern, wenn du Viereck gedrückt hältst. Dann machst du das noch besser quasi, machst du es noch seltener. Hm. Ich bin ja immer eher so jemand, der Richtung Nahkampf geht. Dann würde ich das dann nehmen. Würde ich mit das dem, hier nehmen, ja. Das hätte ich wahrscheinlich noch geupgradet, aber okay, jetzt ist es zu spät. Auf geht's zur nächsten Mission. Die wir leider nicht Koop spielen können, weil irgendwie funktioniert das nicht. Und das, obwohl das Spiel seit heute eigentlich draußen ist. Und ganz ehrlich, wenn der jetzt, also bei dem Spiel nicht mal der Multiplayer mehr funktioniert. Schwierig. Weil alleine willst du sowas in der Regel nicht spielen. Nee. Also upgraden und in den nächsten Bereich gehen, funktioniert schon mal super. Ja. Jetzt, Dark's Teich, hier holen wir uns das Benzin. Ja. Das sieht nach einem Benzinsymbol aus. Ja. Also mal in die Richtung. Und jetzt, aber bin ich jetzt allein? Ja, ja, jetzt bist du allein. Die Kollegen kommen immer nur, wenn du dann im Kampf bist, die KI-Kollegen, immer schön die blinkenden Sachen kaputt machen. Es gibt Toilettenpapierkram und so. Ah, okay. Aber am besten ist ja halt, wie gesagt, wenn Leute um dich herum sind. Au. Oh, shit. Hallo. Wo sind denn da noch welche? Ja, von da drüben schießt jemand, oder? Ja. Oh, es ist alles so ein bisschen schwammig und alles so ein bisschen... Oh. Es ist halt... Man merkt wirklich, es ist irgendwie ein Billow-Spiel, ne? Ich will es nicht sagen, aber ja. Oh, was ist das denn hier für ein Viech? Sehr gut. Endlich mal ein bisschen... Ja, okay, das war's schon, ne? Nee, der ist noch da. 13 Gegner noch übrig. Dann ist der Spaß vorbei. Yay. Mensch, nur noch 13.
Ah, okay, du hast aber jetzt gerade zwei dicke Klopper. Kannst du natürlich mit Fernkampf versuchen. Wow. Da wollte ich aber gar nicht hin. Es ist alles ungenau einfach. Ja. Die Steuerung ist nicht so ganz glatt. Es ist, du schlägst nicht wirklich dahin, wo du hinschlagen willst. Es ist nicht gut gemacht, Gegner irgendwie Visier zu behalten. Das klappt nicht so gut mit der Kameranavigation. Ja. Es ist hektisch, es ist schwammig und ungenau und deswegen immer wieder komisch. Ja. Und die können jetzt unterm Schnee sich anpirschen. Ja, es werden immer schwierige Gegner. Es geht hier um Klopapier, weil die Witze hier schon ein bisschen älter sind, oder? Ja. Hm. Ich bin der Meinung, persönlich kann man es hierbei auch belassen. Ich finde es so ein bisschen Griff ins Klo. Ich weiß, es ist noch ganz der Anfang des Spiels, aber das ganze Spielgefühl, das einem vermittelt wird, wenn man den Controller in der Hand hat und dann die Figur kontrolliert auf dem Bildschirm, ist einfach nicht gut. Ne? Nee. Es ist nicht gut, es hat natürlich ein bisschen South Park-Humor, aber der kommt halt nicht so stark rüber, wie bei so einem Spiel, das so richtig eine Story hat und so weiter und so fort. Und es ist die reine Action-Kloppe. Und ich hätte persönlich ja gar nichts gegen ein gutes, actionmäßiges South Park-Spiel. Snow Day bietet sich gut dafür an, aber das ist alles sehr halbherzig und erinnert an schlechte Lizenzzeiten. Absolut. Die Grundidee ist gut, aber die ist wahrscheinlich auch von Matt Stone und Trey Parker. Ja, aber die Umsetzung... Die Umsetzung ist... Nee. Ja. Spart euch die 30 Euro, schaut euch lieber den South Park-Film an.